Eddie Cook ist besiegt. Wir sind auf Platz 10 in The Run von 211 auf Platz 10 Vorgabe. Die letzten 10 Plätze warten. Ich wünsche uns viel Spaß im nächsten Part. Etappe Nummer 10, aktuelle Position 10. 4470 Kilometer haben wir schon hinter uns und ja, wir sind anscheinend schon in New York, zumindest auf der Karte, aber da wartet ja noch ein bisschen was. Erstmal geht es nach New Jersey, das ist ja so ein Vorort von New York. Interstate 78. Drei Positionen gut machen. Tja, klar, jetzt wo es 10 Gegner nur noch sind oder nur noch 10 Plätze, gibt es halt nicht mehr so Riesenschritte wie mache 8 Plätze gut, mache 10 Plätze gut. Nein, jetzt eben dann 3. Ich denke mal sowieso, jetzt die letzten 10 Plätze werden sich noch ein bisschen hinziehen. Da wird noch ein bisschen Story kommen, denn das soll ja jetzt nicht so schnell zu Ende sein, denke ich mal. Aber mal gucken. Und da haben wir die 3 Plätze auch schon. Tja, so super wie ich fahre. Er dachte doch tatsächlich, er könnte nochmal überholen. Nix da, nicht mit mir. Ah, das ging schnell. Schon haben wir die nächsten 3 Plätze und sind auf Platz Nummer 7. Nächste Location, Union. Wieder in New Jersey. Und jetzt, mache 7 Positionen gut. Okay, und dann gewonnen. Okay, tschüss, du hast gewonnen. Das Spiel ist zu Ende. (lacht) 37 Kilometer noch bis New York. Kampf nach New York. 3 Gegner muss ich besiegen. Also jetzt nochmal K.O.-Rennen. Da ist Platz 6 in einem Pagani. Tja, mühsamer kämpft, aber ich bin vor ihm. Und würde sagen, den ersten haben wir besiegt. Wo kommt der Nächste? Da kommt der Nächste. Ah, jetzt wird er plötzlich im Gegenverkehr. Nein! Shit. Das war nicht gut. Ich glaube, jetzt muss ich den ganzen Fahrer nochmal machen, aber das geht ja schnell. Ja, den muss ich nochmal machen. Egal. Dann bleibe ich im Gegenverkehr, da habe ich nämlich mehr Nitro. Ich sehe so viel, wenn das Licht mir so entgegenscheint und voll in die Fresse leuchtet. Gut, da bin ich dann rausgerutscht. Die Kurve war etwas steiler als gedacht. Generell sehr viele steile Kurven in den Städten. Das mag ich eigentlich nicht so, weil das Lenken in dem Spiel nicht so super ist.
So, er hängt da an der Kante. Und zack, ist man 4 Sekunden vor ihm. 5 Sekunden. 6 Sekunden. So, den zweiten sollte ich eigentlich auch besiegt haben. Wenn jetzt nicht noch irgendwas arg dazwischen kommt. Yep, und jetzt noch den letzten. Und vor ihm. Allerdings muss das Ganze auch noch ein bisschen halten. Schrottplatz hier. Blöder Wichser, rammt er mich einfach. So, und haben wir den auch. Yep, den haben wir auch. Woohoo! Und Platz Nummer 4. Es wird immer enger, Leute. Es wird immer enger. César de León. César ist auf den Straßen von L.A. aufgewachsen und hat eine durchwachsene Vergangenheit. Die Liebe einer guten Frau und die bevorstehende Geburt des ersten Kindes haben César aber zum Umdenken gebracht. Mit seinen beiden Brüdern, das hatten wir doch schon. Das hatten wir schon mal gelesen, glaube ich. Ja gut, was die für Karren haben, ey. Die mache ich doch locker fertig. Cops haben wir auch am Start. Besiege César de León. Einen Rivalen überholen. Der ist nämlich Platz 3. Frage ich mich ja wieder mit so einem komischen, dicken Ding gegen die ganzen Paganis und Lambos, ob Platz 3 fahren konnte, ohne dass sie den überholt haben. Aber okay. Er ist César. So, sollen wir nochmal schauen? Vielleicht haben wir ja noch einen neuen Wagen, auf den wir Lust haben, aber ich glaube, ich werde bei dem bleiben. Aber wir schauen mal. Ich kann jetzt einen Subaru Impreza fahren. Der fährt immerhin auch 350. Oder einen Renault Sport Megane. Der fährt auch 351. Ja komm, wir fahren mal den Pagani. Mal gucken, wie der so ist. Noch ein bisschen Abwechslung hier. Und er fährt eine Abkürzung. Das könnte mal ein Ende sein. Ich habe ihn wieder überholt. Ich hab
Und er hat den Zivilisten auch gerammt. Weißt du, er sagt, oh, er hat einen Zivilisten gerammt, aber selber richtig voll in den Gegenverkehr, ne? Ja, es war klar, dass der abbiegt. Das war klar, er musste abbiegen. Das Spiel wollte er so. Das Spiel wollte nämlich, dass ich auf die Fresse kriege. Na, da ist jemand gecrashed. Okay, jetzt sind wir hier irgendwo am Hafen. Okay, ich bin wieder vor ihm. Noch 1,1 Kilometer bis zum Ziel. Da ist das Ziel. Und das war's. Den haben wir überholt. Und sind damit auf Platz 3. Ja, jetzt wird's langsam ernst. Jetzt wird's langsam ziemlich ernst. Noch 3 Plätze. Cesar de Leon besiegt. Was mit seinen 2 Brüdern? Müssen wir die auch noch besiegen, oder? Nee, Kevin Garrett, den hatten wir auch schon mal. Jetzt sollen wir den wieder gegen den fahren. Oder was? Oder warum wird er mir das, wird er mir wieder angezeigt hier? Haben die keine Gegner mehr, oder was? Sind die in die Gegner ausgegangen? Anscheinend. Denn gegen den sind wir ja auch schon mal gefahren. In seinem Mercedes. Besiege Kelvin Garrett. Und der ist auf Platz 2. Der Lappen, gegen den ich schon mal gewonnen habe. Also man merkt schon jetzt Richtung Ende des Rennens, des Runs, sind auch immer mehr Polizisten unterwegs, aber auch die machen einen nicht wirklich Ärger. Was es gibt, ist eben, dass die hinter einem herfahren und nichts tun oder dass eben irgendwelche vorprogrammierten Straßensperren entstehen, wo immer schon klar ist, die kommen dann angefahren und halten immer genau an der gleichen Stelle an. Also mehr passiert da eigentlich nicht kopfmäßig. Jetzt fahren wir hier irgendwo auf einem Steg. Mitten durch den Park oder was, hä? Das ist doch keine Strecke hier. Hat er gerade gesagt, wir haben ihn? Habe ich aber noch nichts von gesehen. Aber ich sehe, dass ich 14 Sekunden Vorsprung auf meinen Rivalen habe, auf den guten Kelvin. Der kann ja auch nichts erlappen. Und wieder Laub. Yeah! Das sieht so geil aus. Das ist ein Augenorgasmus. Ein Augengasmus. Ein Augasmus. Stopp, da bitte 10.070.
Der Hollow-Tunnel ist komplett abgesperrt. Bringt die Tunnel rein. Kotex, komm näher. Die 1032 wieder oben der Straße. Verfolgung geht weiter. Alle Einheiten ausrücken. Wir müssen los. Okay, da ist das Ziel. Kevin Gamble haben wir auch besiegt. Und sind damit schon auf Platz 2. Noch ein Rivale vor uns. Der Endgegner. Und wer wird es sein? Ich bin gespannt. Ah, wir haben seinen SLS-AMG bekommen. Schickes Auto. So, jetzt muss man eigentlich erstmal wieder eine Videosequenz kommen, oder? Das kann ja jetzt nicht einfach so ins letzte Rennen gehen. Ja, jetzt lernen wir erstmal noch... Ach so, Marcus Blackwell. Das ist der, der uns unbedingt ausschalten will. Wahrscheinlich... Entweder nimmt er auch teil, das ist dann jetzt der Endgegner, oder es gibt jetzt einfach wieder so ein Porsche Cayenne-Rennen, wo wir einfach wieder Schüssen ausweichen müssen und sowas. Mal schauen. Ach nee, tatsächlich, das ist der Endgegner. Der aus der Gang. Nee, dann machen wir den halt fertig. Gewinne the run! Ja, das ist das letzte Rennen, Leute. So schnell kann's gehen. Mal gucken, wie schwer der wird. Wir sind auf jeden Fall schon in New York und machen hier die Straßen unsicher. Das Taxi war asozial. Das Taxi war asozial. Okay, noch irgendwie habe ich eine Mülltonne auf meinem Auto und die fährt auch lustigerweise einfach mit und die kommen ständig Taxen genau dann, wenn ich da lang fahre natürlich. Das erinnert mich an Need for Speed Underground 1, da kamen auch immer die Autos genau dann, wenn man gerade lang gefahren ist. So, den haben wir überholt, aber das ist ja noch nicht gewonnen. Das Ganze geht ja noch 11 Kilometer. Quer durch New York wahrscheinlich. Überlebt. Ach so, das war so eine Skill-Passage da, das Ausweichen. War doch ganz normales Fahren. Keine Herausforderung für mich. Fehlen nur noch die Cops. Die müssen eigentlich auch noch dazu kommen. Ach so, plötzlich ist er neben mir, obwohl ich 3000 Kilometer vor ihm war. So ein Schwachsinn, dieses Spiel. Das ist ein Zug? Das war ein Zug? Scheiße, wir sind irgendwo in der U-Bahn. Wer macht denn sowas? Hinter mir kommt ein Zug. Seht ihr das? Ach du Scheiße! Gut, dass er sich in der U-Bahn so gut auskennt und genau weiß, wo er hin muss, ne? Ist ja herrlich. Okay, hier ist die Station. Stell dir mal vor, du stehst in der U-Bahn-Station und plötzlich kommt ein Pagani mit 300 Sachen an dir vorbeigerast. Oh shit! Das fahren wir auch noch an der Wand! Da hat jemand zu viele Actionfilme gesehen. Und wir kommen natürlich perfekt wieder raus hinter ihm.
Ich meine, das sind dann wieder Stellen, wo sich einfach ganz klar zeigt, was ich auch schon ganz am Anfang meinte. Es ist eher wie ein Kinofilm, den man spielt. Was war das denn jetzt? Es ist eher wie ein Kinofilm, den man spielt. Es ist kein Rennspiel im eigentlichen Sinn. Es ist ein spielbarer Kinofilm. Und das haben wir auch gerade wieder sehen, wie diese gerade gezeigt. Das ist natürlich alles vorkomponiert. Es ist ganz genau vorgegeben, wie und wo man langfahren soll und wann, wo, was passiert. Es sieht natürlich imposant aus, aber es ist eben eher wie ein Film und weniger wie ein Spiel. Ja, Wagen, würdest du auch bitte mal irgendwann wieder weiterfahren? Ey, dieser dumme, behinderte Wagen. Was war das denn gerade eben? Driftet komplett rum, obwohl ich schon längst wieder rumlenke. The Run beendet, Sieger Jack Rock. Brooklyn. 8 Stunden später. Brooklyn ist übrigens in New York. Dein Problem ist gelöst. Die belästigen dich nicht mehr. Danke. Nein, danke dir. Dein Anteil liegt in einem Schließfach der Grand Central Station. Da sollte mehr als genug Geld sein, damit du mal eine Weile abschaltest. Abschalten? Du weißt schon. Relaxen, entspannen, die Beine hochlegen. Oder aber... Du hast Lust auf eine neue Sache. Ich hatte gerade einen Anruf. Tja, das war Need for Speed The Run. Und man muss ganz klar sagen, dieser letzte Satz jetzt, vielleicht hast du Lust auf eine neue Sache, ist natürlich, damit sie sich das offen lassen können, eventuell irgendwann mal The Run 2 zu machen, weil dann haben sie zumindest jetzt in dem Teil hier eingeleitet, dass eventuell das Ganze weitergeht. Würde ich, glaube ich, ich vermute nicht, dass The Run 2 kommt, weil The Run von vielen so sehr gehasst wird. Und jetzt, wie immer, mein Fazit zu diesem Spiel. Und ich muss sagen, wie bei keinem anderen Spiel ist es hier extrem zwiegespalten. Weil das Spiel, ich habe es auch schon in einigen Parts gesagt, einerseits... krasse Stärken hatten, andererseits aber auch krasse Schwächen. Die größte Schwäche haben wir gerade schon gesehen. Guckt mal oben auf die Paarzahl, dann wisst ihr, was so ziemlich die größte Schwäche an diesem Spiel ist. Was ist das bitte? Ein Spiel, für das man neu 50, 60 Euro bezahlt hat, ist nach wie viel Parts zu Ende? 11, 12? Das ist ja nix. Also, das ist ja nix. Ganz ehrlich, das ist so mega kurz. Die kürzesten Let's Plays bisher auf meinem Kanal waren, glaube ich, Black Ops 2 im Singleplayer. Und man muss ganz klar sagen, das ist ein Spiel, das kaufen sich 90% der Leute für den Multiplayer.
Und ja, das war's jetzt schon. Also es gibt, glaube ich, auch, wir können eines wahrscheinlich schon sagen, es wird wahrscheinlich kein kürzeres Need for Speed Display auf meinem Kanal mehr geben als Need for Speed The Run. Und ich wiederhole jetzt nochmal so ein bisschen das, was ich auch schon während der Parts gesagt habe. Was sind die großen Stärken dieses Spiels? Wir haben viele verschiedene Wagen, schöne Wagen dabei. Der Sound ist gut gemacht, ganz klar, die Grafik, also klar, das ist schon ein bisschen älter jetzt, 2011, man hätte, es gibt schon noch schickere Grafik, aber so die Szenerie des Ganzen, also dass wir wirklich toll aussehende Regionen haben. Dann natürlich die riesige Vielfalt. Ich muss sagen, was es dieses Spiel besser kann als die meisten Need for Speeds, ist einfach die Streckenvielfalt. Es wird überhaupt nicht langweilig. Man hat nicht das Gefühl, irgendeine Strecke schon mal gefahren zu sein. Es gibt einfach sehr geil abwechslungsreiche Strecken. Man fährt durch Wüstenbereiche, wo dir Sand auf die Straße heizt. Man fährt durch Schnee, wo Lawinen runterkommen. Durch Wälder, durch Regionen. Ah, okay, ich bin kurz leise. Platz, an dem ich lieber wäre. Oh. Okay, und dann fährt man wiederum durch Städte und was kommt jetzt? Achso, jetzt kommen die richtigen Credits. Also man fährt man wiederum durch Städte und dann hier und da. Das muss man sagen, ist ganz klar wirklich ganz toll gemacht. Also das Streckendesign. Gibt's fast kein besseres in Need for Speed. Dann die Musik, der Soundtrack ist genial und wirklich immer passend und ganz toll gemacht. Das Handling, muss ich sagen, finde ich persönlich nicht gut. Also man kommt nicht gut mit den Kurven, das ist nicht schön gemacht. Das finde ich gar nicht gut. Und ja, es ist viel zu kurz. Die Cops sind total langweilig gemacht, also die fahren höchstens mal neben dir her oder machen irgendwelche vorprogrammierten Straßensperren. Dann des Weiteren wurde natürlich versucht, mal wieder eine Story zu machen, anders als beim Nachfolger Most Wanted 2012. Ist ja hier der Versuch einer Story drin. Wir sind irgendein Typ, der hat Schulden, fährt das Rennen, okay, Schulden weg, fertig, das war's. Ist also eine relativ langweilige Story, die hätte man auch fast weglassen können, aber sie unterstreicht das Spiel so ein bisschen und das Szenario ist also an sich gar nicht so dumm überlegt, die Story. Dann die Quicktime-Events und diese paar Zwischensequenzen, wo man mal so ein bisschen eben nicht im Auto sitzt, sondern irgendwie weglaufen muss oder so, sind auch relativ langweilig gemacht. Da drückt man eigentlich nur Leertaste und Enter, da hätte man irgendwie noch ein bisschen mehr was mal einbauen können. Naja, gut, das Spiel, wie gesagt, Schatten- und Lichtseiten hat es. Es gibt Dinge, die sind gut und es gibt Dinge, die sind nicht so gut. Aber es gehört zu Need for Speed und ich wollte alle Need for Speed-Teile machen, also auch The Run. Das war jedenfalls mein Let's Play. Schreibt mir doch mal, was ist euer Fazit im Spiel? Was findet ihr an dem Spiel gut? Was findet ihr an dem Spiel schlecht? Ich lasse euch die Credits laufen. Bedanke mich bei allen Zuschauern bei diesem relativ kurzen Let's Play und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Need for Speed. Euer Walle. Bye, bye.